Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute für euch das ultimative Elfmeterschießen, was so viele gewünscht haben. Ihr seht ja hier schon, 4 Leute sind am Start, aber es wäre nicht das ultimative Elfmeterschießen, wenn wir heute nicht nur einen Special Guest dabei hätten. Riesen Applaus für MM10! Ich meine, jetzt haben wir schon mal eine Schippe draufgelegt, aber ich glaube, wir werden heute noch ein paar Schippen drauflegen, denn wir haben heute ein Eintrittsgeld. Jeder, der hier mitspielt, muss 50 Euro in die Kasse zahlen. Okay. Marco? Ich habe kein Geld dabei, ich bin Torwart. Ja, du bist mal heute außen vor, aber du darfst trotzdem mitkicken. 50 Euro, also ihr seht ja auch, echtes Geld, schaut hin. Ja, ja. Den Streifen hier, das ist ja echt das. 50. Und was ist das? 50? Ja, ich habe immer noch mal nach. Nur 5. Darf ich trotzdem? Ja, nein, guck mal. Es sind 50. 20, 30, 40, 45, ja. 50. So, Eintrittsgeld ist bezahlt. Das Gute ist, das, was die Jungs hier jetzt gespendet haben oder hier reingelegt haben, das Geld hier wird gespendet für einen guten Zweck. Erstmal das. Aber das Eintrittsgeld, wieso ihr das bezahlt habt, das seht ihr jetzt hier gleich. Denn der Gewinner dieser Challenge, also derjenige, der die meisten Elfmeter reinbekommt, der bekommt, schnallt euch an, schaut mal, was kann sein? Weiß schon. Ja. Hast schon gesehen? Nein. Oh, sie zieht sehr stark nach dem iPhone. Oh. Oh. Alter. Also es gibt das neue, brandneue, original verpackte, ihr seht es noch, iPhone 11 Pro mit 256 GB. Also ich habe keine Kosten gescheut hier, um das hier an Land zu bringen. Kann ich mich nicht doch noch irgendwie einkaufen? Zu spät, Gebühren sind bezahlt. Du hast gesagt, du machst heute nicht ich mit. Ich bin im Tor, aber wenn ich am meisten halte oder so, ich gehe schnell Geld holen. Okay. Wenn er alle hält. Er bezahlt nur, weil dachte nicht mich. So, also meine 50 Euro, wenn ich mehr halte als der am meisten reinschießt, dann würde ich sagen, nehme ich auch dran teil, oder? Ja, wir überlegen es mal, aber Jan ist jetzt mal dabei. Also Jan ist safe am Start für einen guten Zweck. Und wenn wir dann am Ende entscheiden sollten, er ist nicht dabei, dann hat er Pech gehabt. Er hat das Geld auf jeden Fall auch jetzt gespendet. Also, die Regeln sind klar. 5 Elfmeter pro Spieler. Wer am meisten versenkt, der kann dann hier dieses schöne Ding in der Hand halten oder zuerst mal auspacken. Ich glaube, wir sind alle ready. Ein bisschen Anspannung ist jetzt da. Alle heiß, weil ich glaube, sowas gab es noch nie. Also wir hatten normal gespielt, einfach um die Ehre, einfach halt der Beste der Besten zu sein. Aber heute, Jungs, das ist meine Hausnummer. Das ist mehr als 1K hier drin. Wir sagen, wir starten. Machen wir Schnick, Schnack, Schuck direkt, damit wir sehen, wer anfängt. Oh, ich entscheide. Dann machen wir Felix, dann ich, dann Tim und dann Marco. Marco, du warst seit 15 Jahren nicht mehr dabei, deshalb darfst du als letzter schießen. Druck. Ist gut. Ja, ist gut, wenn ihr vorher alle verschießt, dann ist kein Druck. Ja, okay, gut. Dann legen wir los. Ja. Ja, erster Elfmeter. Ja, also, ich glaube, Anspannung ist da, aber... Du kannst schon mal sagen, wohin willst du schießen? Hast du bestimmte Ecke? Nein, ich sag da gar nichts. Ja. Sonst werden hier noch irgendwelche Spielchen gespielt. Oh Mann, ey. Darf ich? Ja, du darfst, ist freigegeben. Anspannung ist da. Ja. Das Gute bei mir ist ja, ich muss ja gar nicht treffen, weil ich meine, das iPhone ist ja, also ich kann es ja nicht behalten, das wäre blöd, oder? Konstantin, erster Schuckus. Oh komm! Sag doch, ich kack ab, weg da! Sowas reicht heute? Ja, Wahnsinn, ey. Um das festzustellen, also hier der Martin, der weiß, wie ich schieße. Meine Taktik, ich gucke so lange, was der Torwart macht. Und bis der Torwart irgendwo andeutet, dann schießt er halt einfach in die andere Richtung. Ja, ja, und der hat halt, so der hat mir halt eine Ecke angeboten, die war halt aber die andere. Ne? So. Setzen wir Marco mal ein bisschen unter Druck. Erste Runde, 3 Treffer. Oh! Also man muss einfach sagen, jetzt das Niveau ohne Lukas ist hier deutlich höher. Also das Comeback. Das ist mein erster Elfmeter seit langer Zeit. Vor allem, was sagst du, wie ist das Niveau? Du hast das letzte Mal, glaube ich, 2000. Niveau mit den Jungs ist überragend. Damals gab es noch Spieler wie Luca Molka, Max Gallis, das war alles nix. Jetzt. Bist du bereit? Was? Warte. Oh, das ist unglücklich bei mir jetzt. Sag jetzt, ne? Das ist natürlich jetzt diesen Mind Games, die will man nicht haben. Ich habe 2 Versuche für den ersten, oder jetzt? Bist du bereit, Jan? Boah, ja, der war ja aber haut er da, als wär nie weg gewesen. Aber der ist auch abgerutscht, ich wollte eigentlich flach machen. Felix, willst du noch irgendwas sagen?
Ich glaube, war eine coole erste Runde. Alle getroffen, wir halten uns alles spannend. Der Felix. Drei souveräne Elfmeter und einen reingeeiert. Ja, Felix heißt Sportsman hier. Okay. Wow! Das war jetzt aber echt hier. Ich habe kurz als ich den Ball getroffen habe und so gemerkt habe, fuck, der fliegt gerade hin. Dachte ich mir so, der muss gut werden. Aber ein solider Schuss. Nein, war jetzt nicht hart in die Ecke. Also im Gegensatz zu meinen Schüssen, der jetzt auch kommt, der nächste. Das Ding ist, Konzi kann sich ja nur steigern, ne? Ja. Ach du Scheiße! Der war noch schlechter! Hey, ich hab gewartet. Bleib bitte das nächste Mal bei Konzi stehen. Ja, ich hab dir nochmal gesagt, ich guck so lange, was der macht, und wenn er nichts macht, dann... Konzi läuft auch mit 2 Kraft. Ja, aber wenn ich schnell anlaufe, dann kann ich ja nicht mehr sehen, wohin er springt. Mhm. Also, das hat man gesehen. Aber das hat man gesehen. Ja, muss man sagen, bei Tim muss man vorher springen. Also wenn man bei dir nicht abspringt, dann kommt man nicht in die Ecken ran, weil die sind halt zu viel Speed. Marco, wie sehr willst du das Handy haben? Oh, joi. Man hat gesehen, Marco will das Handy auf jeden Fall sehr. Gibt nichts anderes, was ich heute haben will. Er fährt auch nach dem Elfmeterschießen wieder. Er hat schon eBay Kleinanzeigen reingestellt. Okay, Runde 3, Felix. Oh! Nein! Man muss dazu sagen, Felix ist derjenige, der das Handy, glaube ich, am meisten will. Ja, wer will das nicht? Tim, du hast noch nicht das 11. Doch. Echt? Der siehst du? Ich habe halt genau das. Also er hat es schon. Marco hat es auch. Ja, nee, ich habe ein anderes. Du hast es. Das Max. mit 200, mit 512 sogar, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin ehrlich, ich hab's auch. Also von daher ist der Einzige, der es nicht hat. Jetzt hat er den Trick gemacht. Und springt dann in die andere. Jetzt hat er den Trick gemacht. Der eine Sidestep hat dir den Meter gekostet. Ja, ja, aber anders hätte ich halt auch wieder in die andere Ecke geschossen. So. Ach Gott. Tim ist souverän, das ist... Macht er gut. Ja. Oh, was jetzt? Oh. Hier, echt? Ja. Haben wir hier jemanden, der sich auskennt? Nee. Ja, gleich aufmachen. Will keiner, dass der mich hier berührt. Bereit? Oh! Ey, das gibt's doch nicht. Was ist da los? Das ist ja langsam hier Betrug. Eine Katze. Ja, war sehr gut. Marco, so kenne ich dich gar nicht, dass ein Torwart an den Elfmeter ankommt. Aber gut, auch das ist eine gewisse Qualität dann, den noch reinzumachen. Das ist ja hier langsam ein Beschiss. Man muss aber sagen, wenn jetzt der Torwart an Markus Elfmeter ankommt, dann ist der Nix auch safe dann. Das hatte ich schon mal. Okay. Ja, muss er. Konzi, souverän oder wieder? Ja, wie war der letzte so? Ja, letzte war ganz okay, aber... Nein! Ja, da bietet der Torwart dir auch einfach keine Ecke an. Ja, ich habe den Lukas gemacht, scheiße. Ja, das gibt's doch nicht, ey! Da bietet der Keeper mir keine Ecke an. Ey, wir müssen mal neu starten, Jungs. Ich wollte eigentlich so lange drin bleiben, bis halt Marco oder Tim ausscheiden, aber... Jan, langsam wird's jetzt auch Zeit. Du willst ja im Game auch bleiben, oder? Alter, das gibt's doch nicht. Also, ihr bester YouTube-Elfmeterschütze. Jan, was ist los? Habt ihr euch da irgendwie abgesprochen? Ich will, dass Tim das Ding mit nach Hause nimmt. Ne? Er teilt euch dann den Gewinn, nee, oder? Natürlich will ich das nicht. Natürlich will ich jeden Elfer halten, aber ja. Was ist los? Was ja, die sind zu souverän heute. Ja, jetzt hast du den. Wow! Wieder eine Fingerspitze. Marco, jetzt aber echt... Ja, Jan ist auch in meinem Kopf, der weiß ja so, ich bin die ganze Zeit. Scheiße. Ich habe Verbindung abgebrochen, aber alles andere auch. Letzter Schuss. Also ich habe es nicht mehr in der Hand. Ich kann nur noch mein Bestes geben und den das reinmachen. Ist im Fuß. Nein, ich bin rein. Ah, der ist auch zu früh. Oh, ganz früh. Konzi. Go, Konzi. Ja, jetzt muss ich ja den reinmachen. Wobei, wenn Tim reinmacht, ist ja alles so vorbei. Ja,
Aber Marco wackelt momentan, muss ja, sagen. Weiß. Marco Wackelkandidat, also, wobei man weiß, bei Elfmeter ist so, du schießt vier Stück perfekt und dann machst du einen fünften. Kacke, dann, ja. Kann passieren. So wie ich jetzt. Oh, souverän. Also ich sag mal so, meine Chancen stehen gerade nicht so gut, weil Marco und Tim müssen halt beide verschießen. Und das ist schon sehr unrealistisch, ne? Meine Chance momentan, ja, dass beide verschießen. Also man muss sagen, unsere Chance, weil, ja, auch wenn ich jetzt nur so alibi-mäßig mitmache, aber Tim bisher so sicher, also zwischen Torwart und Ball waren 5 Meter Platz immer. Der Tim guckt dich aus. Boah, Alter, das ist... Jedes Mal das Gleiche. Richtig stark. So, so sicher, das ist... Aber jedes Mal war ich in der falschen Ecke. Ja, ja, aber du bewegst dich auch immer sehr früh. Er guckt dich aus. Nee, oder nicht? Doch. Jedes Mal. Ich guck jedes Mal hoch bei dem Schritt und du bestehst immer schon. Jan, ich schieße dann nicht 5 Mal in die andere Ecke und hab Glück. Tim, du musst noch gleich mal hier Elfmeter-Tutorial. Können wir gleich machen, ja. Wenn Marco reinmacht, gibt's Elfmeter-Tutorial. Also allein schon, dass du hier dich getraut hast zu erscheinen. Das stimmt. In dem Outfit. Ja. Ich hier rumlaufen mit dem Bart in dem Outfit. Das verdient schon Respekt und egal, ob du den jetzt reinmachst oder nicht. Danke. Jan, bist du bereit? Bei mir wird auch sehr viel mit der Kamera gemacht, hat sich gemerkt. Das, ja, irritiert mich auch schon krass. Wow! Junge! Der den hat er fast. Ja, 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 ja. Der Marco lebt aber auch am Limit, ey. So, Marco. Sandler? Ja. Du fängst weiter an, ne? Ja, weil der ist ja... Genau. Ich habe ja auch vorher geschossen. Aber muss jetzt sagen... Bist du mit der Kamera hier bei ihm? Man muss sagen, von euch beiden... Sicherer war Tim. Sicher, aber das heißt nichts. Was eigentlich heißt, dass ich verliere. Ja? Wobei, Marco schießt hier echt platziert. Die letzten zwei waren schon auch echt... Platziert, aber Torwart war... Ja, Torwart ahnt. Was sagst du dazu? Ich würde tendenziell auch auf Tim tippen, aber es stimmt schon, was ihr sagt. So einmal Elfmeter ist halt 50-50. Wir können ja so ein Dings machen, Tim schießt 100 Elfmeter, wie viele davon geht, Tim, geht Jan in die andere Ecke? Tim momentan, 5-Star-Penalty. Marco schießt links. Oh, das hat man gesehen. Ey, das war quasi der gleiche Schuss, ja, ne? Der gleiche Schuss wie eben. Jan, also was ist los? Was soll ich da halten, Mann? Er ist stark geschossen. Ja, ich. Aber was sagst du? Welcher ist schwieriger zu halten? Ich weiß nicht, ob Tim wirklich so clever macht, mich die ganze Zeit ausguckt, weil dann wäre es... Er guckt dich aus. Dann wäre es mega starke Reaktionszeit, weil ich gebe ihm so gut wie keine Ecke. Du springst spät, aber... Aber ja, egal. Jetzt ist mal Zeit, von Tim einzuhalten. Wow! Jetzt hat er, aber doch nicht. Das war so knapp. Das war so knapp, Alter. Junge, der hat den. Nein, das war. Du hast die perfekte Länge. Der ist einfach durchgeflutscht. Ich dachte schon, der hat den. Das wäre so lustig gewesen. Ja, und dann Marco macht's. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen weggehen. Dann kommt genau. Konzi zieht dann so einen 50-Euro-Schein, kauft sich wieder. Ich habe jetzt genug. Marco? Also. Ah, eiskalt! Das ist halt die Klasse von Marco. Wenn er halt so noch so nach dem 30. Elfmeter macht, da immer noch irgendwo einen Chip rein oder irgend so ein dreckiges Ding. Komm jetzt! Komm, Jan! Es geht hier um 1K und der Marco macht so, ja, komm! Wow. Ey, sehr, sehr sicher. Kann man nichts sagen. Ja, den einen zum Anfüttern für Jan, dass er kommt, aber... Der hat wieder sich gut gefühlt. Oder damit er so denkt, oh, jetzt geht's, und dann hält er den von Marco. Ja. Ja, das könnte auch sein. Diese Anspannung. Ah, so kennt man ihn. Marco guckt nie, der ist noch oldschool. Der war auch so, ich glaube, an deinem Fuß war es so. Hätte ich den nicht genau zentral getroffen, links oder rechts. Ja. Konzi, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, auf wen ich hier setzen soll. Ja, also momentan denke ich immer noch, dass Tim bessere Elfmeter, aber ich sage, das Elfmeter ist halt einmal falsch getroffen, dann ist das Ding weg. Vierte Bonusrunde. Junge. Ich glaube, wir haben die 10 Minuten erreicht, ihr könnt jetzt schon beenden. Marco, sollen wir uns das einfach teilen, verkaufen? Laden wir die Jungs zum Essen ein. Na, könnt ihr mir auch das iPhone geben, haben wir alle einen Elfer. Ach ja, jetzt... Der Felix einmal die Chance gehabt auf das, was er mal haben wollte, und dann versagen ihm die Nerven. Weihnachten kommt ja jetzt. Wow. Der
Er ist ganz stark geschossen. Marco aber auch so, als gäbe es kein Morgen. Es geht nicht mehr lange gut hier mit mir. Diese Nerven. War der Rekord von durchgängig, glaube ich, reingemacht, Elfmeter von uns jetzt intern, war bei Hildebrand, wo wir den Dreh gemacht haben. Ich glaube, da haben wir 10 oder so reingemacht. Das ist schon stark, also. Weiß ich auch nicht. Also. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, das strengt ihn gar nicht an. Ja, doch, das ist schon. Es ist mental, aber nur. Es ist halt, ja, physikalisch nicht, aber halt so vom Kopf her ist das Kopf schon. Ja, ist halt schon. Du musst auf diese Millisekunde halt. Du musst halt genau in der Millisekunde entscheiden, so. Fuß ja. So oder so. Ah, Junge, du magst das Innennetz auch, oder? Wenn du selbst die Ecke weißt, kommst du eigentlich gar nicht dran, so richtig. Nee, auch ich glaube, der wäre auch schwer geworden, oder? Ja, selbst für Profitorleute. Ja. Man muss jetzt aber auch sagen, also jetzt nochmal als Einblendung, wir haben jetzt hier den 10. Elfmeter. Ab 10 Elfmeter muss man eigentlich wieder Kick and Rush nachfüllen. Jungs? Ich habe noch gar nicht Kick and Rush gefunden. Was? Geht auch so. Junge, siehst du, Tim hat die doppelte Dose genommen, wie der die Elfmeter schießt. Und kurze Werbeunterbrechung. Tim hat sich jetzt nochmal einen halben Liter gegönnt. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn man Kick and Rush beim Elfmeterschießen nimmt. Boah, Junge, wie eine Maschine. Selbst der Jan findet das schon lustig. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich aufhöre. Ach, Jan. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Frustrierend auch, oder? Nee, es läuft heute einfach nicht. Einen Elfer gehalten erst, ist viel zu wenig. Ich aber an 4 Elfmetern mit den Fingerspitzen dran gewesen oder so. Aber ja, du hättest eigentlich verdient. Du brauchst die Brofist-Faust. Oder vielleicht brauche ich tatsächlich einfach einen Schluck Kick and Rush. Ja, hast du gerade noch was gemischt da irgendwo? Ja, Junge. Er weiß es jetzt. Gleich Kick and Rush und dann fliegt der Junge. Puh. Junge, der weiß, wie es geht. Könnte der Knackpunkt sein. Oh! Kick and Rush! Ich hab's doch gesagt. Winner! Winner, Winner! Chicken Dinner! Krass, auch souverän, Marco. Ja. Aber irgendwann muss halt einer Ecke verschießen. So, das war unser ultimatives Elfmeterschießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir haben natürlich auch einen Sieger. Ich darf es überreichen, Marco. Oh, ja. Ich gebe es dir und du darfst es dann natürlich dem Gewinner ich übergeben. Ich darf den Torwart geben, der super pariert hat. Danke, danke. Und ich muss es leider Tim geben. Ich würde es aber sehr gern behalten. Vielen Dank. Hey, ich muss echt sagen, das ist mit Abstand die verdienteste Challenge, die man irgendwie gewonnen hat. Die also, jemals gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, bei mir und Marco, wir haben auch schon immer ein bisschen so gelinst, wie Jan gesprungen ist und haben versucht, in die Ecken zu schießen. Aber Tim einfach so sicher und jeden Elfer. Nichts zu machen. Verdient Respekt ja. Einfach. Auf jeden Fall verdiente Challenge. Danke, Marco, dass du dich wieder blicken lassen hast. Und selbstverständlich. Qualität vom Video minimalistisch nach oben gedrückt hast. Mal hier jetzt. Ja, ja, jetzt. Ja. Ja. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und schreibt in die Kommentare, wann wir das nächste Mal nochmal so ein ultimatives Elfmeterschießen machen sollen. Und vor allem, was wir das nächste Mal zu gewinnen gibt. Ne? Genau, was sollen wir dann als nächstes verlosen? Ein Auto. Ich habe gehört, Cupra. Wer weiß. Oh. Und ja, wer vor allem auch dabei sein soll. Wer fehlt heute in dieser Runde? Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten ja, danke fürs Zuschauen. Bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.